Na gut, du bist tot. Soll mir recht sein, da war nichts. Da ist ein Fluchding, da hinten sitzt wieder so einer. Oh. Ich bin in Reichweite von dem, okay. Warum auch immer das jetzt nicht so viel Schaden gemacht hat. Das hat Schaden gemacht. Du bist keiner. Oh. Ja, hier hinter wäre wahrscheinlich genau in der Truhe ein Duftzweig gewesen. Den ich hätte benutzen können. Ah, nein, nicht so gut. So will ich schon... Nein, erstmal noch nicht. Dadurch würde es weitergehen. Ich will allerdings... Ja, ich kann ja mal kurz hier reingucken. Weil hier oben geht es eigentlich nur weiter. Genau, zur nächsten Nebelwand. Und hier liegt nichts. Ja. Nein, sondern da oben ist etwas. Also gehen wir erstmal hier hoch. Und hier müssten wir eigentlich... Genau! Kennt ihr ihn noch? Mr. Creighton aus Mirror. Just wait, you dirty rat. Oh, I remember you. Don't you scare me like that. I thought you were him. Ja, so wie er spricht, erinnert er einen ein bisschen an Bernard auf Hugo. Auch wenn wir ihn auch noch nicht so oft getroffen haben, den guten Bernard. That bastard with the ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the score. Nobody insults me like that. Mhm. For the good of the world and for my own honor. I won't let that bastard live another day. Ja, er jagt immer noch Pate und er hat uns gesagt, Pate lebt in der Lichtensteinbucht weiter unten. Skeptiker wird so die Seele eines Kriegers. Jawohl. Das heißt, wir können hier erstmal wieder runter. Ja, und bevor es zum Boss weitergeht, erstmal sieht mein Speer nicht mehr so gut aus. Deswegen wechsle ich den mal, bevor er bricht. Ja, zu dem Feuerspeer, der tut's auch. Und genau, brech hier runter. Erstmal sehen wir hier unten jede Menge. Also eine Truhe. Und wir sind auch bei diesem Podest. Und ich wollte gerade sagen, wir sehen hier jede Menge Basilisken. Beziehungsweise ein. So, das war er. Jetzt können wir mit ihm hier reden. Wenn wir nicht hängen bleiben. Schwäche linkes Bein, rechtes Bein, wie gemein. Toller Reim. Ah, look how far this undead has wandered. And a very fit undead you are. A bit too alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared for a deeper dark. And like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. But if you find a need for a truer dark, then meet again. We shall. Wie auch immer er mit seinem Rollstuhl vorwärts kommt. Also ja, das ist aus Saruman geworden, nachdem er Isengard verlassen hat. The dark is still nascent within you. May the dark shine your way. Ja, er redet von unserer
von unserem Dark Souls-Fragment, was in jedem Menschen keimt. Das ist noch ziemlich frisch bei uns. Und wir werden ihn wiedersehen, ja. Gut, hier unten wird alles von Säure zersetzt. Jo. Wow, okay. Versteinert werden will ich nicht. Der ist cool gestorben. Und die bewachen ein glitzerndes Titanit. Und hier drin heult jemand. Dafür ist der Zahnschlüssel nämlich. Und hier ist ein Duftzweig, sehr gut. Hallo, du, wer bist du? Thank you for helping me. Außer einer Krähe. I'm Ornifex. Mhm. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Mhm. Thank you, kind traveler. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Ja. Also, den Rabenkopf kennen wir auch aus Dark Souls 1, nur dass sie da aggressiv waren und es mehrere waren. Sie scheint freundlich zu sein und will uns eine Belohnung anbieten, wenn wir zu ihr nach Hause kommen. So, mit dem Duftzweig kann ich jetzt den letzten Löwen entduften, wie das klingt. Und kann mir schnappen, was bei ihm rumliegt. Und da muss ich echt gucken, wie ich das mit den Duftzweigen weitermache, wo ich noch welche herbekomme. Weil einen sollte ich mir auf jeden Fall aufsparen. Ach, du bist schon tot. Gut. Das ist übrigens sehr, sehr fies. Dass wir hier angeflucht werden können. So. Au. Das hätte mich eigentlich fast schon treffen sollen. Jetzt zeigt mal, ob ich damit recht hatte, dass der Löwe hier einen Duftzweig bewacht hat. Weil sonst würde mich das sehr nerven. Ja, ein Duftzweig. Und eine Löwenmagier-Ausrüstung. Können wir uns mal kurz ansehen. Löwenmagier. Vor dem Magier des Löwentrans getragenes Gewand. Der Löwenclan taucht als Volk in den Aufzeichnungen recht unvermittelt auf. So als wäre er eines Tages regelrecht aus den Tiefen der Erde aufgestiegen. Verbessert Zaubergeschwindigkeit. Gut. Auch wenn ich ziemlich angeschlagen bin und so weiter, mache ich mit euch noch den nächsten Boss, da der relativ leicht ist. Vor allem, wenn ich mir den Manscorpion noch als Unterstützung rufen würde, aber ich versuche ihn mal ohne Manscorpion. Also ja, da wäre das Rufsymbol von Tag. Ich denke mal, das kriege ich so einigermaßen hin. Zweihändig. Wenn nicht, dann gibt es halt einen Cut als nächstes. So, da ist nämlich die Scorpion Queen. So, Skorpionin Nayaka. Na, kommst du nicht an mich ran? Au. Ich will sie nämlich eigentlich dazu bringen. Oh, ach ja, das macht sie auch gerne.
Und wenn sie das macht, ist das richtig garstig. Sie nimmt aber gut Schaden durch den Feuerspeer. Oh. Ja, wenn sie das macht, müssen wir hier auf das Podest. Und einfach warten, bis sie wieder hochkommt. Weil das hier ist Safe Spot. Zufluchtsort, genau. So. Das habe ich kommen gesehen. Ihren tollen Rundumschlag. Dem konnte ich jetzt leider nicht ausweichen. Aber hey, mit dem tollen Rundumschlag kriege ich sie vielleicht dazu, den Baum umzusäbeln. Ah. Nein. Ja, nein. Und da geht sie schon wieder in Deckung. Ich glaube, auf dem Baum ist eh nichts Gescheites drauf gewesen. Also nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte, dass da was Gescheites drauf war. Ich versuche es aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Ich habe ja Lebenssteine zur Not. Au. Das hat wehgetan. Okay. Ah ja, jetzt macht sie wieder den hier. Nein, jetzt macht sie den da. Oh, aua. Wow, der tut weh. Ja, ja, ja. Dankeschön. Also kann ich dich jetzt töten. Oder auch nicht, wenn du mich nicht zuerst tötest. Ja, genau, wenn sie das macht, ist es immer gut. Wenn sie das macht, ist es nicht ganz so schön. Da müssen wir nämlich erstmal wegrennen und warten, bis sie aus ihrem Safe-Spot wieder aufsteht. Dann kann ich zur Sicherheit einen Lebensstein einwerfen und mich hochheilen. So, sie kommt hoch. Ich kann ihr zwei verpassen. Kann hier den Flammenschmetterling aufsammeln. Ja. Und kann sie tot, weiter tot pieksen. Oh, das war knapp. So, noch ein Lebensstein. Habe ich dich doch im Flakon sogar? Ja, aber sie ist eh tot. Jawohl. Ihr habt gesiegt. Skorpioninnenzähne. Die gucken wir uns allerdings erst beim nächsten Mal an. Ich gucke, dass ich jetzt zum nächsten Leuchtfeuer schnell komme. Und mich von da aus nach Majula zurückporte. Ja, wir sind auf dem besten Wege, die 1 Million zu erreichen. Denn jetzt kommen wir zu den Türen des Pharaos. Ja, erstmal ist hier ein Mastodon, das im Wasser steht. So, erstmal weg mit dir. Rostige Mastodon-Stulpen, die können wir uns beim nächsten Mal auch noch ansehen.
Prismasteine 10 Stück. Und hier unten ist das Leuchtfeuer. So, sehr schön. Dann reisen wir mal zurück nach Machulla. Oh, wir haben das Gebiet ganz schön gut abgeschlossen und wir haben den Duftzweig, den ich wollte, noch übrig. So, ehe ich es vergesse, switchen wir wieder auf den Heidespeer um. So. Und dann würde ich mal sagen, gibt es jetzt hier wieder einen Cut. Also, bis gleich.